hat die Bahn es nicht geschafft. Es gab irgendwelche Probleme bei Stuttgart. Aber das wollen wir nicht vertiefen, sondern uns mit dem Euro beschäftigen heute Abend. Vielen Dank, dass Sie so viel Geduld mit mir hatten. Und entschuldigen Sie nochmal für die Verspätung. Vorgestellt bin ich, brauchen Sie mir nichts zu sagen. Das Thema ist spannender als jedes andere. Es ist spannender denn je. Es ist die Frage, wie geht es weiter mit unserer Währung? Wir haben im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages traditionell die Zuständigkeit für Steuern, für den gesamten Einnahmen des Staates und für die Finanzmärkte. Vor 2008 war unsere Hauptbelastung mindestens 2/3 Steuerpolitik. Heute machen wir zu gut 2/3 Finanzmarktpolitik. Die Steuerpolitik läuft im gleichen Umfang nebenher. Finanzmarktpolitik ist das Thema seit 2008. Woran liegt es? Was ist passiert? 2008 kamen Banken ins Strudeln, und zwar eine ganze Reihe, nachdem in Amerika die Subprime-Krise ausgebrochen war. Sie haben sicherlich davon gehört, diese Immobilienkrise war nichts mehr wie vorher. Die Immobilienkrise in Amerika hat dazu geführt, dass etwas, was bisher am Markt nie angezweifelt worden ist, plötzlich in Zweifel gezogen worden ist, nämlich die Zahlungsfähigkeit von Banken. Bisher galten Banken weltweit als sicher. Eine Bank hat der anderen ungesicherte Kreditlinie gegeben in unzähliger Millionenhöhe. Und die Frage, ob das zurückbezahlt werden kann, hat man sich nicht gestellt. Dadurch war Liquidität an den Märkten vorhanden. Die amerikanische Subprime-Krise hat dazu geführt, dass plötzlich keiner dem anderen mehr getraut hat, weil er nicht wusste, wie viele von diesen Papieren der Geschäftspartner in seiner Bilanz hat und was die tatsächlich wert sind. Bei uns gibt es strenge Regeln. Da muss ein Immobilienkredit mit Sicherheit hinterlegt werden. Jeder kennt das. Man muss eine Grundschuld haben oder eine Hypothek, in der Regel eine Grundschuld, die man der Bank zur Sicherheit gibt. Und damit ist Stabilität im Finanzsektor vorhanden. Die Bank kann dann aus der Grundschuld in Deutschland sofortige Zwangsvollstreckung betreiben, und damit stellt sich nicht die Frage der Insolvenz einer Bank, wenn sie viele Immobilienkredite gegeben hat. In Amerika war das anders, ein klassischer politischer Fehlanreiz. Die Regierung hat damals die Regeln für die Kreditvergabe massiv gelockert. Banken durften also Kredite geben, ohne dass sie sofort die Vollstreckung betreiben konnten, wenn es schief ging, also der Schuldner nicht mehr zahlen konnte. Und Banken durften Menschen Kredite geben, die gar nicht das Geld hatten, die Zinsen zu bezahlen. Das hat man so gelöst, dass man die Kredite erstmal für eine Zeit lang zinsenfrei gestellt hat. Und wenn die Menschen, die die Zinsen für ihr Haus nicht bezahlen konnten, den Kredit aufgenommen haben und die Banken empfohlen, ein bisschen auszuweiten und noch ein Auto dazu zu kaufen, dann hätten sie mehr Lebensmittel. Das wurde dann alles zinsfrei gestellt für eine Zeit lang. Und die Banken haben diese Kredite nicht behalten und sie weiter betreut, sondern sie haben sie zu einem Bündel zusammengefasst, verbrieft. Und diese verbrieften Papiere dann wieder zu Bündeln zusammengefasst und verbrieft. Und das Ganze teilweise 5-mal und haben es weltweit zum Verkauf angeboten. Manche waren klug und haben wenig davon gekauft, andere waren weniger klug und haben viel davon gekauft. In Amerika galt der Spruch, ich will kein Sell it, sell it to the Landesbank. Die Deutsche Landesbank war Großkunden für diesen Sport. Dahinter verbirgt sich eine Reihe von mehrfach verbrieften Immobilienkrediten. Wie gesagt, Sie können als Bank in diese Immobilien gar nicht unmittelbar die Zwangsvollstreckung betreiben, wenn der Schuldner nicht bezahlt. Man löst das in Amerika durch die sogenannte Jingle Mail. Das ist ein Briefumschlag mit dem Schlüssel des Hauses. Der geht dann bei der Bank ein, klingelt, weil der Schlüssel drin ist, die Bank öffnet es, hängt der Schlüssel ans Schlüsselbrett und die Akte ist damit erledigt. Weil man, wenn man die Zwangsvollstreckung betreiben will, möchte, sehr viel Geld jetzt investieren muss, um einen Titel zu bekommen, und die Wahrscheinlichkeit, dass dort etwas zu vollstrecken ist, ist äußerst gering. Also die Papiere haben einen marginalen, teilweise sogar überhaupt keinen Wert. Und in Deutschland ist sehr viel davon gelandet, bei den Landesbanken Nord, Sachsen-LB, Bayern-LB, auch Commerzbank betroffen. Und im Zentrum der Bankenaufsicht stand dann zu Beginn des Jahres 2008 die Hypo Real Estate Bank. Die Sorge war groß, dass diese Bank auch in nennenswertem Umfang solche Papiere in der Bilanz haben könnte.
Deswegen haben die Bankenaufseher dieses Institut mit Sitz in München im Jahr 2008 im März unter die Lupe genommen und haben festgestellt, dass es nur 300 Millionen Subprime-Papiere vorhanden waren, also eine zu vernachlässigende Summe für eine Bank dieser Größe. Aber man hat noch was anderes entdeckt. Diese Bank war ein Monster. Und zwar hat sie keine Subprime-Papiere gekauft, aber Staatsanleihen, massenweise. Und diese Staatsanleihen, die eine sehr lange Laufzeit haben, hat sie durch kurzfristige Kapitalmarktgeschäfte refinanziert. Also gigantische Volumen am Kapitalmarkt aufgenommen, zu niedrigen Zinsen mit einer kurzen Laufzeit. Das ist wie wenn Sie einen Kredit aufnehmen mit einer Laufzeit von 3 Monaten und kaufen dann ein Papier mit einer Laufzeit von 5 Jahren und mit der Differenz machen Sie Geschäft. Der lange Kredit bringt Ihnen etwas höheren Zinssatz als der kurzfristige Refinanzierungs. Und so hatte die Real Estate gewirtschaftet, langfristig den Staat in Europa Geld geliehen und kurzfristig sich am Kapitalmarkt refinanziert. Die Bank brauchte im Oktober 2008 alleine 15 Milliarden Euro an auslaufenden Krediten, die sie refinanzieren musste. Das ist schon eine beachtliche Summe, 15.000 Millionen Euro. Und man hat dieses Problem gesehen früher 2008, aber es war zu spät gehandelt. Das ist so die Geschichte der Real Estate Bank. Die hat sich immer mehr 2007 dann ganz stark zum Staatsfinanzierer entwickelt und ist dann im Jahr 2008 total abgestürzt. Warum? Weil die Bank Lehman Brothers in Amerika insolvent wurde und mit der Insolvenz von Lehman Brothers war der Interbankenhandel tot. Und zwar nicht nur in Amerika, sondern es gab kein Geld mehr von Bank zu Bank. Und die Real Estate brauchte 15 Milliarden, aber es war nichts zu kriegen. Und dann wandte sie sich an den Staat und wurde zum Sanierungsfall. Jetzt gehört sie uns allen. Warum erzähle ich die Geschichte von der Real Estate? Weil die Real Estate eine ganz besondere Rolle in der Geschichte der Euro- oder der Finanzkrise einnimmt. Vorher war die Krise ausgelöst durch das mangelnde Vertrauen, weil man Sorge hatte, die Banken müssten unzählige Volumina an amerikanischen Subprime-Papiere abschreiben und weil man das nicht überschauen konnte, traute keiner mit dem anderen. Seit der Real Estate stellt sich die Frage, wie sieht es eigentlich mit Banken aus, die unzählige Staatsanleihen in ihren Büchern haben. Warum? Weil die Staaten in Europa hoch verschuldet sind. Wir reden in Deutschland auch seit Jahrzehnten von der exorbitanten Staatsverschuldung, beklagen sie und erhöhen sie seit Jahren kollektiv immer weiter. Andere haben das auch getan durch eine, wie ich finde, gigantische historische Fehlentscheidung im Jahr 2004, damals von Rot-Grün, wurde der Maastricht-Pakt aufgeweicht und von diesem Zeitpunkt an ging es in Europa massiv um die Schulden. Sie kennen die Maastricht-Kriterien, 3% Neuverschuldung und 60% Schuldenstandsgrenze für die Eurozone. Das bedeutet aber nicht, dass man in einem guten Jahr 3% seines Bruttoinlandsprodukts der Neuverschuldung aufnehmen sollte, sondern das ist eigentlich für Notzeiten gedacht, die 3%. Wenn es gar nicht anders geht. Ich vergleiche das immer mit dem Autofahren. Die Leitplanke ist eine Notsituation. Und wenn man meint, man könnte jedes Jahr 3% Schulden machen, dann ist das so, wie wenn man als Autofahrer an der Leitplanke entlang schwankt und sagt, ich habe die Straße ja noch nicht verlassen. Das ist nicht das, was Maastricht eigentlich wollte. Und weil diese Staaten, die jetzt hier rot gekennzeichnet sind, auch Gypsies, Pigs und sonst wie genannt, die Maastricht-Kriterien seit Jahren verletzt haben, in einer Art und Weise, wie man es sich gar nicht vor Augen führen mag. Ich gehe aber gleich noch darauf stärker ein. Deswegen ist unsere Währung heute unter massivem Druck. Man hat sich die Frage gestellt, was passiert eigentlich mit Staaten, die eine so hohe Verschuldung haben, dass sie gemessen an ihrer wirtschaftlichen Leistung wohl kaum in der Lage sein werden, diese zurückzubezahlen. Und durch die Subprime-Krise, durch das verlorengegangene Vertrauen von Banken zu Banken, tauchte eben die Frage der Finanzmärkte auf, kann man eigentlich jemanden trauen, der Staatsanleihen hat? Ist eigentlich ein Staatsfinanzierer, der Forderungen gegen Staaten hat, ist das ein guter Geschäftspartner zu Banken? Und diese Frage haben viele bei bestimmten Staatsanleihen
Anerkennung. Griechenland war der erste Kandidat im Frühjahr 2010. Wenn Sie hier auf dieser Folie das Finanzierungsdefizit von Griechenland sehen, dann fällt Ihnen auf, 2006 die Leitplanke, 2007 Ziel verfehlt, im Kram gelandet, 2008 die Böschung runtergefahren, 2009 Totalschaden, 2010 Totalschaden, 2011 Totalschaden. Also wie komplett war das jeweils? Das sind die Zahlen, die können Sie nicht lesen, ja. Also 2006 2,9%, 2007 3,7%, 2008 -7,7%, das ist dieses Jahr vor der Krise, 2009 dann -12,7%, 2010 -12,2% und 2011 kommen wir prognostiziert auf 12,8%, das wird aber wohl mehr werden. So, ein solches Land, das viermal mehr Schulden macht als Maastricht erlaubt, statt unter den Finanzmärkten nicht mehr als kreditwürdig. Mit Geschäftspartnern, die solche Papiere haben, wollte man als Bank nicht unbedingt Geschäfte machen, weil man ja nicht wusste, dass der Geschäftspartner, wenn er 1 Milliarde in der Bank, in der Bilanz stehen hat, irgendjemals von Griechenland diese Milliarde wiederbekommt. Und somit stellt sich grundsätzlich die Frage, wer will eigentlich Griechenland noch Geld geben, wenn das dazu führt, dass er selber dann als Kreditgeber, als Wackelkandidat angesehen wird. Die wirtschaftliche Entwicklung Griechenlands, können Sie hier sehen, das sind die gleichen Zeiträume 2006 bis 2011. Da haben Sie deutlichen Rückgang der Wirtschaftsleistung, natürlich krisenbedingt, und parallel dazu diesen massiven Anstieg der Verschuldung. Das ist die Schuldenstandsquote Griechenlands. Im Jahr 2006 beginnt Griechenland, in diesem Zeitraum, den ich jetzt hier mal ausgewählt habe, mit 97,1%, 60 ist erlaubt, 60 ist die Leitplanke, 97,1 leistete man sich im Jahr 2006, natürlich animiert auch durch Deutschland, Frankreich, damals, ich kann mich noch gut erinnern, an die Debatten im Deutschen Bundestag hieß es, wir brauchen die strengen Maastricht-Kriterien nicht mehr, Stabilität haben wir schon, jetzt brauchen wir Wachstum, das heißt ja Stabilität und Wachstum, sagte Gerhard Schröder, Stabilität haben wir, jetzt machen wir Wachstum. Das Wachstum konzentriert sich im Wesentlichen aus Schuldenmachen. Im Jahr 2006 also Griechenland 97,1%, im Jahr 2007 95,6%, 2008 vor der Krise 99,2% des Bruttoinlandsprodukts an Schuldenstand und dann natürlich krisenbedingt schnell bis hoch, 2009 112,6, 2010 124,9, da sind wir schon beim Doppelten dessen, was Maastricht erlaubt. Und 2011 steht hier noch 135,4, gerechnet mit 150% der Schuldenstand vom Bruttoinlandsprodukt in Griechenland. Parallel dazu nochmal die super Kerndaten, das sind die Arbeitslosenquoten, es beginnt mit 8,9% und 2010 schlossen sie mit über 10% ab. Das erwirtschaften die Griechen. Also Staatsschulden pro Bürger 24.000 Euro, Bruttoinlandsprodukt je Anwohner 21.726 Euro. Das heißt also, es reicht noch nicht mal, um die Schulden zu bezahlen, geschweige denn bleibt was zu essen. Die Arbeitslosigkeit entsprechend hoch. Und hier sehen Sie die Fälligkeit griechischer Staatsanleihen. Staatsfinanzierung funktioniert ja nicht so, dass man Schulden macht und seine Schulden einfach bezahlt mit dem, was die Bürger an Steuern bezahlt haben. Staatsfinanzierung funktioniert so, sie machen Schulden mit einer Staatsanleihe. Die wird dann fällig und muss zurückbezahlt werden. Weil der Staat aber seine laufenden Einnahmen, Griechenland, nicht mit den Steuern decken kann und schon für die laufenden Ausgaben Schulden machen muss, wird die fällige Staatsanleihe zurückbezahlt, indem man neue Staatsanleihe herausgibt. Das heißt, Sie brauchen immer das, was Sie an Fälligkeiten haben, auch an Verschuldungsmöglichkeiten. Also Griechenland muss 2010 15,8 Milliarden Euro zurückbezahlen. Das sind Anleihen, die Versicherungen und Banken gekauft haben, die fällig werden. Und diese 15,8 muss Griechenland sich leihen. Die haben davon gar nichts. 2011 sind es dann 31,3 in diesem Jahr. Es geht dann so weiter, 2012 31,7. Sie können die Zahlen da sehen, das sind die Fälligkeiten der griechischen Staatsanleihen und die Märkte haben dann
zu Beginn des Jahres 2010 gesagt, das Griechenland-Geschäft ist zu riskant. Das sollte man besser lassen, wenn man mit den Geldern, die man hat, vernünftig umgehen möchte. Und haben Griechenland zunächst noch Geld geliehen, unter der Voraussetzung, dass ein sehr hoher Risikozins bezahlt wurde. Aber die Spreads, also Zinsabstände, schnellten dann um 18% hoch. Und die Anleihenmärkte mussten mehrfach geschlossen werden, damit am Markt nicht der Staatsbankrott argumentieren wird, mit allen Konsequenzen. Wurden dann wieder geöffnet, man hat versucht zu intervenieren, aber es brachte alles nichts. Im Frühjahr, am 23. April, wurde im März dann vorsorglich ein Mechanismus in Gang gesetzt, der für den Fall der Zahlungsunfähigkeit Griechenlands eine europäische Hilfe vorsieht. Das sollte eine Hilfe sein, die gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds und der EZB begleitet wird. Die Hilfe wurde dann am 23. April 2004 mit dem Schreiben des griechischen Ministerpräsidenten Papadopoulos bei Griechenland schlechterdings am Anleihenmarkt kein Geld mehr bekam. Die Märkte wurden geschlossen, es gab kein Geld mehr für Griechenland und all das, was wir Ihnen hier gezeigt haben, was zurückzubezahlen ist, hätte Griechenland alles nicht mehr zurückbezahlen können, auch nicht im Eigenen. Und deswegen war die Frage, wie geht das weiter? Es gab dann zu Beginn des Jahres, des Monats Mai, eine Krisensitzung. Es waren die beiden, die gesagt haben, wir riskieren eine Kernschmelze des Finanzsystems, wenn das passiert, ein Flächenbrand in Europa. Und in einer Krisensitzung in Berlin, an der ich für meine Fraktion teilgenommen habe, wurden wir über die wahre Situation Griechenlands unterrichtet. Es waren sehr turbulente, spannende, aber sehr aufregende Tage, weil wir eine Entscheidung treffen mussten, die mit den Verträgen nicht vereinbar ist. Es galt die Regel, no bailout, jeder muss für seine Schulden selber gerade stehen. Ein Staat soll nicht dem anderen Staat seine Schulden übernehmen und griechische Schulden müssen griechische Schulden bleiben. Das ist theoretisch auch alles nicht. Nur war es für diese ökonomisch richtigen Ansätze und diese theoretisch auch nicht in Frage zu stellenden Prinzipien zu spät. Griechenland war nicht mehr in der Lage, sich aus eigener Kraft zu helfen. Und das Problem war, dass in Griechenland die vier großen Banken nur über die Hinterlegung griechischer Staatsanleihen bei der Europäischen Zentralbank refinanzierungsfähig waren. Das bedeutet konkret, all das Geld, was die Griechinnen und Griechen diesen Banken gegeben haben, auf die Sparbuch gelegt haben, all die Gehälter, die dorthin überwiesen wurden, konnte die Bank nur dann zurückbezahlen, wenn die Bargeldversorgung der Europäischen Zentralbank für sie sichergestellt war. Geld im Hinterbankhandel gab es für diese Banken nicht. Übrigens auch für die meisten deutschen Banken zu dem damaligen Zeitpunkt nicht. In der Bankhandel ist seit Ende 2008 massiv gestört. Bargeldversorgung, Geldversorgung, der Blutkreislauf des Finanzsystems läuft über die Europäische Zentralbank und nicht über den Markt seit Ende 2008. Und dann war die Frage, was passiert mit diesen Banken, wenn Griechenland jetzt einen sofortigen Haircut macht? Das heißt, diese Staatsanleihen wären dann nicht mehr hinterlegungsfähig gewesen. Die Europäische Zentralbank hätte die griechischen Banken nicht mit Geld versorgen können. Faktisch bedeutet das, die Banken öffnen morgens um 9, bezahlen die Kassenbestände aus, schließen, werden von der Polizei abgesichert. Die Banken versorgen Bulgarien, Mazedonien und Rumänien mit Bargeld. Und leider war Griechenland in der Eurozone nicht das einzige Problem. Hier sehen Sie ein bisschen den Vergleich der anderen Freunde mit den anderen Freunden. Italien 116,7%, das ist die Prognose für 2010 jetzt, die aber so ziemlich so eingetroffen ist. Also Italien 116,7% statt 60, Portugal 84,6% statt 60, Irland 82,9% statt 60 und Spanien 66,3%. Und hier sehen Sie das Haushaltsdefizit, Irland mit 14,7% statt 3% und die besten sind noch die Italiener mit 5,3% statt 3%. Aber das ist Ziel auch weit verfehlt. Die sind auch in den Graben gefahren. Und dazu noch die Arbeitsmarktkarten, die wir für die ökonomische Situation.
gesagt, wir haben immer nicht gekündigt. Hier sehen Sie die gesamte Eurogruppe. Wir mit der Prognose 76,7, auch weit über der Grenze von 60%. Im Grunde genommen haben außer Zypern, Finnland, Slowenien, die Slowakei und Luxemburg alle die Maastricht-Kriterien gewissen. Der Durchschnitt 84% statt 60%. Frage war natürlich jetzt in doppelter Hinsicht, wenn man Griechenland nicht geholfen hätte. Einmal die, hätten die Portugiesen die Bilder von Schlangen von griechischen Banken und Polizei, die Banken abriegelt, dazu genutzt, zur Arbeit zu gehen oder zur Bank. Wären sie zur Bank gegangen, hätten die Banken in Portugal auch bald geschlossen. Und wären die Iren an dem Tag zur Arbeit gegangen oder zur Bank? Wenn sie zur Bank gegangen wären, hätten die Banken das Mittagsläufen auch nicht mit auf die Tür angelegt. Und so stellte sich halt die Frage, kann man das Risiko eines europäischen Flächenbrands oder einer Massenbewegung, eines Bankbrands, kann man das eigentlich in dieser Situation tragen? Und die andere Frage war, wenn Griechenland, das haben ja viele gefordert, einen sofortigen Haircut, das ist ja auch das ökonomische und ordnungspolitisch richtige Instrument, einen sofortigen Haircut macht, sagen die Länder dann, ja, das ist gut, das ist ein klarer Schnitt. Jetzt investieren wir in Italien bei 116,7%. Oder sagen die Märkte dann, wenn die bei Griechenland Gruppenschuldung machen, dann machen sie bei Italien auch und bei Portugal auch. Also investieren wir mal lieber nach China oder nach Brasilien. Und das waren die Überlegungen, die dazu geführt haben, dass die Alternative, die es natürlich immer gibt, man sprach ja damals natürlicherweise von Alternativen für Rettungsaktionen, Alternativen gab es, aber wir hätten sie uns nicht gewünscht. Sie hätten einen Bankenrun in Europa ausgelöst. Jedenfalls aber die Refinanzierung Portugals und anderer Staaten über Nacht auf Null gesetzt. Und das war nicht hinnehmbar. Ja, das sind ist dann diese 3%-Grenze, das sehen Sie auch nochmal, wie die Länder im Einzelnen zu stehen. Das sieht alles nicht gut aus. Ja, warum brauchen wir den Euro? Hätten wir Griechenland nicht gerettet, hätten wir uns über die Währung jetzt nicht mehr unterhalten müssen, das würde sie wahrscheinlich nicht mehr geben. Die Frage ist, was für ein Interesse hat die Bundesrepublik Deutschland am Euro? Ich habe sehr viele Vorschläge gehört in dieser Phase, man führt auch die D-Mark wieder ein, das ist glaube ich einfacher, das sind ja immer so ein bisschen Gefahren. Man muss wissen, die D-Mark war inflationärer als der Euro, wir hatten immer höhere Inflationsraten als Eurozeiten. Das war also ein Irrtum, dass der Euro weniger hart sei als die Thema. Und wenn man sich anschaut, wie die Exporte sich darstellen, wenn man nun mal den gesamten Export nach Frankreich mit 81,9, das ist die Exportzahl von 2009, aber im Wesentlichen von dem Volumen her, das sind die so viel. Wenn Sie sich den Gesamtexport 2009 Bundesrepublik nach Frankreich anschauen, sind das 81,9 Milliarden Euro. Das entspricht etwa dem Volumen von China und den USA zusammen. Und wenn Sie dann noch schauen, was nach Spanien geht und was nach Italien und Österreich geht, dann wird einem schnell klar, was wir hier, über welche Volumen wir hier reden und was das für unser Land bedeutet, dass wir ohne Wechselkursrisiken in diese Länder exportieren können. Und wenn Sie sich nochmal vergegenwärtigen, was die Zahlen bedeuten, diese wahnsinnige Heterogenität Europas, diese hohe Währungsanfälligkeit, die diese Staatsverschuldung mit sich bringt, dann wird einem klar, wie hoch die Währungsrisiken wären, wenn wir eine nationale Währung wieder einführen würden. Also ein Gedanke, den kein Ökonom ernsthaft unterstützen kann. Die D-Mark zurückzubringen, würde uns jedenfalls einen massiven Anstieg der Arbeitslosigkeit bringen. Und das wiederum würde für uns einen wahnsinnigen Anstieg der Staatsverschuldung bedeuten, weil die Menschen ja Anspruch auf eine soziale Grundsicherung haben. Also eine wirkliche Option ist es nicht. Die Schweiz übrigens hat über 100 Milliarden Euro, also über 100 Milliarden Franken Euro gekauft, weil sie eine zu starke Aufwertung des Schweizer Frankens in den letzten Monaten befürchtet hat. Und wir müssen das Gleiche tun, wenn wir D-Mark einführen würden, müssen wir mit unserem D-Mark massenweise Euros kaufen, inflationäre Euros dann, um unseren D-Mark schwach zu halten, weil ansonsten die Exporte einbringen würden,
Leute mit schwachem Euro können nicht Waren aus Ländern mit einer starken DEMA oder einem starken Franken kaufen. Der Franken wird von den Schweizer, von der Schweizer Nationalbank gezielt durch Währungskäufe in der Stärke reduziert, um international konkurrenzfähig zu sein. Also ich glaube, nach diesen Fehlern kann man die Idee einer Renationalisierung der Währung schnell verwerfen. Wenn wir dazu gezwungen würden, würden wir das machen. Aber selber das zu betreiben, sich das zu wünschen, wäre wirklich nicht im Interesse des deutschen Volkes. Warum haben wir ein weiteres Problem mit einem Haircut? Warum haben die Deutschen ein Interesse, dass in Europa die Währung gemeinsam stabilisiert wird? Das sind die Forderungen deutscher Banken an die betroffenen Länder. Wir haben 28 Milliarden Euro Griechenland, Risiko in Deutschland, 28,7 Milliarden Portugal, 114,7 Milliarden Irland und 150 Milliarden Euro. Was sind das für Gelder? Das sind ihre Versicherungen, die ihre privaten Versicherungen, die haben investiert und die durften nur in sichere Anleihen investieren. Und der Staat hat gesagt, also Staatsanleihen sind sicher und deswegen sind die massenweise gekauft worden. Insofern, wenn die Leute mir sagen, machen sie endlich einen Haircut, die müssen Umschuldung machen und dann müssen die Zocker oder die Spekulanten, wer auch immer, die sollen das dann bezahlen und dann versuche ich den Leuten immer klar zu machen, dass sie von sich selber reden. Das sind die Einlagen von sogenannten institutionellen Investoren, die Staatsanleihen und natürlich auch bei den deutschen Banken. Und wenn wir jetzt uns vergegenwärtigen, dass die Finanzmarktkrise und die Unsicherheit an den Märkten längst nicht vorbei ist, dass der Interbankenhandel, das Geschäft von Bank zu Bank nach wie vor nicht gut funktioniert, dann wäre das eine Katastrophe, wenn wir in Deutschland einen Haircut von diesen vier Ländern erleben würden. Das würde bedeuten, dass wir also mindestens, nein, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber mehr als zweifach durch Steuergelder rekapitalisieren müssten, weil sie sonst vom Markt verschwinden. Das heißt, mit einer solchen Lösung, einfach Umschuldung, werden wir Deutschen nicht, würden wir Deutschen nicht unentgeltlich davon kommen, sondern wir wären dabei. Und eine solche Lösung ist natürlich in ihrer Auswirkung, in ihrer Dimension nicht berechenbar. Was in Deutschland auch zu wenig diskutiert wird, ist die Tatsache, dass die Bundesrepublik Deutschland selber ein hochverschuldeter Staat ist. Sie haben ja vorher die Zahlen gesehen. Und dass die Steuern, die sie alle bezahlen, nicht ausreichen, um die Ausgaben des Staates zu decken. Und wenn die Bundesrepublik Deutschland eine Staatsanleihe zurückgezahlt, tut sie das auch nicht mit Steuergeldern oder mit ihren Ersparnissen, sondern mit neuen Schulden. Und wir sehen eine Schuldenentwicklung der Bundesrepublik Deutschland, die wird auch in den nächsten Jahren noch etwas ansteigen. Und auch für unser Land stellt sich die Frage, was passiert denn, wenn der europäische Anleihemarkt total zusammenbricht? Und die Prognose des der EZB und des Internationalen Währungsfonds im Falle eines Nicht-Eingreifens in diese laufende Krise wäre in der Tat ein Zusammenbrechen des gesamten Anleihemarktes in Europa. Man spricht von einem Unfall von A bis Z, ZZ4. Und das bedeutet, dass die Bundesrepublik, wenn sie kein Geld mehr kriegt an den Kapitalmärkten, von einem Tag auf den anderen den Haushalt ausgleichen muss. Und da ist so eine Spanne von 50 Milliarden Euro, die wir dann einfach nicht auszahlen können. Sie können sich ja vielleicht an den Fall Russland erinnern, wo dann Beamte einfach mal nichts mehr überwiesen bekommen haben. Oder Rentner einfach mal aufs Konto gingen und da gab es halt nichts mehr. 3, 4 Monate, 5 Monate, 8 Monate, je nachdem, bis der Staat wieder in den Griff hat. Das sind die massiven, konkreten Auswirkungen in diesem Fall. Der Staat kann nicht was bezahlen, wenn er am Anleihemarkt nichts bekommt. Und deswegen haben auch wir ein Interesse daran, dass der europäische Anleihemarkt funktioniert, weil wir, ja, viele sprechen von über die Verhältnisse leben, aber weil auch wir unsere Ausgaben nicht in
Das Ganze findet statt in einem Kontext, in dem international die Geldmenge massiv ausgeweitet wird. Die Länder wie USA haben also eine regelrechte Geldschwemme verursacht, weil sie diese Problematik lösen wollen über die Ausweitung der Geldmenge. Das ist eine Lösung, die allerdings zu Inflation führt, was für die Amerikaner kein großes Problem ist, weil sie keine hohe Sparquote haben und mit einer Inflation ganz gut leben können. In Deutschland ist das Thema Inflation völlig indiskutabel. Wir haben in unserer Geschichte keine guten Erfahrungen damit gemacht und haben die Europäische Zentralbank so konstruiert, dass die Lösung eines solchen Problems nicht über die Geldmengenvermehrung erfolgen darf. Und es gibt ja einige, die haben den Verdacht, dass Herr Trichet die Regeln verletzt und dass er durch verschiedene Aktionen in den letzten Wochen und Monaten Dinge gemacht hat, die mit der Notenbankpolitik nicht zu vereinbaren sind. Er hat dies, ich denke etwa Anleihekäufe, er hat dies getan im Rahmen seiner Unabhängigkeit. Es gab keinen politischen Druck. Er hat dies getan, weil er sagt, er möchte seinen Beitrag leisten. Allerdings nur solange die Stabilität des Euro nicht in Frage steht. Nun verfolgen Sie in den Medien ja auch, dass die Inflation anziehend ist und deswegen ist die Hilfe der Notenbank, die als Puffer etwas gewirkt hat, in Europa jetzt beendet. Herr Trichet macht massiv Druck und meines Erachtens zu Recht, weil wir uns in Europa darauf verständigt haben, in der Eurozone darauf verständigt haben, solche Probleme eben nicht über die Geldmengenexpansion, also das Gelddrucken oder andere Mechanismen zu lösen, sondern politisch zu lösen. Als wir am 7. Mai in 2.3. Lesung im Deutschen Bundestag die Griechenland-Hilfe verabschiedet haben, waren wir geschockt, weil die Märkte uns ein klares Signal gegeben haben, das ist alles schön für Griechenland, aber wir glauben nicht mehr. Es waren weltweit über 1 Million Papiere in Euro in Verkauf gestellt. Börsen hatten einen riesen Ausschlag gemacht. Es gab dann so eine Meldung, es sei ein Computerfehler gewesen. Es war kein Computerfehler, sondern es war eine ganz normale Marktreaktion. Und die Idee, mit Griechenland umzugehen, war ja zunächst die, dass man gesagt hat, wir sichern dem Land die Refinanzierung über einen Fonds, den wir alle anderen Länder bestücken. Das heißt, Griechenland kann bis zum 30.06.2013 alle Staatsanleihen zurückbezahlen, weil sie das Geld von den europäischen Partnern bekommen, in Form eines Kredites. Dann haben wir aber festgestellt, dass das nicht reicht, Griechenland abzufedern. Und wir mussten am 9. Mai, Sie müssen sich die Dramatik auch vorstellen, das war für uns ganz schwierig. Wir hatten erhebliche Probleme, die Kolleginnen und Kollegen im Bundestag davon zu überzeugen, dass die Griechenland-Hilfen notwendig sind. Es war auch nicht einfach, offen zu kommunizieren, weil alles, was man damals wusste, durfte man offen sagen, weil man ja mit den Hilfen bestimmte psychologische Effekte auch vermeiden wollte. Also wenn wir angefangen hätten, über Schlangen von Banken zu reden, wäre das sehr schwierig geworden. Und dann hatten wir die Kollegen überzeugt, jedenfalls stand eine klare Mehrheit. Und dann gab es die Abstimmung, 2/3 Lesung und parallel dazu, parallel zur Bundestagsdebatte, die Marktausschläge an den Börsen. Und dann musste nachgebessert werden. Am 9. Mai kamen wir zu einer Krisensitzung zusammen. Damals war auch die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, die interessierte aber an diesem Tag wirklich keinen in Berlin, weil wir einen Rettungsschirm von 750 Milliarden Euro an diesem Nachmittag bis in die späte Nacht aufbauen mussten. In einer sehr schwierigen Phase, der Bundesfinanzminister ist damals in der Sitzung kollabiert. Nicht wegen der Dramatik der Dinge, sondern aus seinem gesundheitlichen Problem heraus. Und wir haben jetzt diesen Schirm von 750 Milliarden Euro gespannt und der steht jetzt in Frage. Warum steht er in Frage? Weil der Schirm, wenn Sie ihn anschauen, die Länder Italien, Irland, Spanien und Portugal nicht bis zum Jahr 2013, so wie Griechenland, über den Schirm refinanzierbar macht, sondern eben nur bis Anfang Mitte dieses Jahres. Also wenn diese gelbe Linie zeigt die Grenze von 750 Milliarden. Wenn die Linie erreicht ist, ist der Pott leer. Und die rote Linie zeigt, kumuliert, also addiert, alle fälligen Staatsanleihen von Italien, Irland, Spanien und Portugal.
Das heißt, sie können das Ding nicht laufen lassen bis 2013 und das wissen die Märkte natürlich auch. Nun muss man sagen, nicht alles, was fällig wurde, Ende 2010 und auch jetzt Anfang 2011, musste über den Schirm finanziert werden, weil Portugal Anleihen platzieren konnte. Aber wir wissen, unter welchen Umständen diese Anleihen platziert werden konnten. Ich kann Ihnen nur Details sagen, aber ich kann Ihnen sagen, es sind keine normalen Marktumstände. Und insofern steht jetzt die Frage an, wie geht es weiter? Und weil der Rettungsschirm, wenn diese Länder alle kämen, alles refinanziert werden müsste, und lassen Sie es halt jetzt nicht früher als 2011 sein, lassen Sie es halt Sommer sein oder lassen Sie es zum ersten Herbst sein, aber mit 750 Milliarden können wir uns jedenfalls nicht bis 2012. Und jetzt muss eine Frage beantwortet werden, wie schaffen wir das, dass die Kapitalmärkte sich wieder beruhigen, an die Eurozone glauben und diese Frage der Insolvenz von Staaten sich nicht weiter stellen. Und da gehören jetzt Überlegungen dazu, die in Davos angestellt worden sind. Sicherlich wird ein Land wie Griechenland, das einen Schuldenstand von 150% erreicht, sich nicht selber sanieren können. Deswegen auch die Überlegungen von verschiedener Seite, auch eine Umschuldung ins Gespräch zu bringen. Nur ist das alles sehr schwer, denn in dem Moment, wo Sie eine Umschuldung machen, können Sie zwar die Schulden reduzieren, aber Sie führen zwangsläufig eine Bilanzkorrektur bei den Banken herbei, die diese Anleihen halten. Und stellt sich eben die Frage, überleben die Banken diese Bilanzkorrektur? Müssen sie durch öffentliche Gelder rekapitalisiert werden? Und da kommt noch eine ganze Reihe von Fragen dazu. Wie sollen eigentlich diese Banken mehr Eigenkapitalvorsorge betreiben, die Basel-III-Kriterien umsetzen, dafür sorgen, dass die Finanzmärkte künftig stabiler werden, mehr Eigenkapital vorhalten und so weiter? Wie soll das alles funktionieren? Also es ist schon eine wirklich verflixte Situation, in der wir uns befinden. Und es sind eben immer wieder diese Bilder, die haben immer die Banken im Blick. Das sind jetzt die Bilder von Griechenland, also früher, wo Banken mit Polizei abgesichert werden mussten. Oder diese historischen Bilder, die wir im Blick haben seit 2008, spielen diese Bilder in unseren Köpfen eine Rolle. Und das sind die Bilder damals aus den Schreckensjahren, wenn Finanzkrisen erstmal eskaliert sind, sind sie schwer wieder in den Griff zu bekommen. Und deswegen haben wir uns auf Empfehlung auch und aus eigener Überzeugung dazu entschieden, jetzt nicht einen Schock in den Markt zu setzen, indem man sofortige Umschuldungen auf den Weg bringt, sondern das Ganze möglichst abgefedert abzuwickeln, in der Hoffnung, dass das am Ende auch erfolgreich sein wird. Wir haben mit dieser Strategie bisher eines erreicht, Sie haben alle von dieser Krise so gut wie nichts gemerkt. Wir haben ein gesundes Wirtschaftswachstum von minus 5% auf 4,3%. Das ist mehr als erfolgreich und wir haben eine Situation der Bundesrepublik Deutschland, dass wir sagen können, wir schaffen es auch, unser Wachstum zu stabilisieren, aber Länder wie Griechenland werden das wohl nicht hinkriegen. Und es gibt es verschiedene Vorschläge, dass man sagt, Griechenland soll vielleicht eine Art freiwillige Umschuldung auf den Weg bringen. Man möchte das Land veranlassen, dass es die Staatsanleihen, die im Markt sind, aufkauft, aber mit einem Abschlag aufkauft. Und Anleihen werden etwa mit 65% des Wertes am Anleihenmarkt gehandelt. Wenn man da einen Zuschlag von 10% zum Beispiel machen würde, dann hätte man natürlich einen Anreiz für die Betroffenen. Und diejenigen, die Anleihen mit einem hohen Wert noch in der Bilanz stehen haben, werden nicht zur Bilanzkorrektur gezwungen. Also das ist eine Form des Haircuts, der die Banken verschont und damit natürlich sie verschont. Wir sind in einer schwierigen Situation, weil man sagt, jetzt reden wir von den Banken, jetzt hier nur um die Banken. Es geht letztlich darum, wenn wir die Bankensituation nicht im Blick haben, riskieren wir die Rekapitalisierungszwang der Steuerzahler. Haben. Und das wollen wir auf jeden Fall vermeiden. Im Bundesbereich zu dem Fall brauchen wir nicht noch mehr. Ja, wie kann man es lösen jetzt konkret? Also es gibt verschiedene Vorschläge. Der Ankauf von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank, das ist sicherlich keine gute Idee. Das kann man kurzfristig machen, aber nicht als Dauerlösung. Die Europäische Zentralbank möchte die Anleihen, die sie hat, auch nicht weiter in der Bilanz behalten. Das ist auch richtig. Herr Trichet scheidet ja zum Jahresende aus und ich gehe davon aus, dass er die EZB bereinigt übergeben wird.
Ich schätze ihn sehr, er ist ein Stabilitätspolitiker und deswegen ist der erste Vorschlag nicht geeignet. Die Erweiterung des EU-Rettungsschirms, wenn Sie sich an meine Grafik zurückerinnern, ich kann das nochmal einblenden. Naja, soll man den erweitern auf, weiß ich nicht, auf 900 oder 950, was manche vorgeschlagen haben, andere haben schon gesagt, ihn verdoppeln. Ich halte das auch nicht für eine gute Idee, denn das verzögert das Problem nur, schiebt es nur in die Zukunft. Länder wie Spanien werden das Problem, Länder wie Griechenland werden das Problem alleine nicht bewältigen können. Und ich glaube, dass man mit solchen Signalen die Märkte nicht erreichen wird. Wenn wir den Rettungsschirm nur erhöhen, sagen die Märkte, die kaufen sich immer mehr Zeit, aber eine eigene bleibt die Lösung schuldig. Deswegen halte ich davon wenig. Und dann gibt es noch die Überlegung, dass man europäische Staatsanleihen ausgibt. Das heißt, dass sich die Gemeinschaft insgesamt verschuldet und damit Geld von den Kapitalmärkten bekommt, ohne dass die Frage, kann es zurückbezahlt werden, gestellt wird. Wenn alle füreinander bürgen, dann sagen die Märkte, haben wir Vertrauen in euch. Das ist eine schlechte Idee, weil in diesem Fall würden wir als Deutsche für die Schulden aller haften und hätten aber keinerlei Einfluss auf die Ausgaben der anderen. Dann könnte ein Land sagen, gebt doch neue europäische Staatsanleihen raus, wir gehen 5 Jahre früher in Rente. Und die anderen, die müssen dann sagen, ja, alles klar, wir arbeiten 5 Jahre länger. Das kann ja nicht gut gehen. Und das ist ja auch keine gute europäische Idee. Also die Sozialisierung von Schulden, die Aufhebung von Schuldenselbstverantwortung kann nicht funktionieren. Gegenwärtig, das ist Teil der Lösung, kauft China schon kräftig Staatsanleihen der EU-Mitgliedstaaten. Die Portugiesen haben eine große Marge an die Chinesen verkauft, andere auch. Die machen es für Einfluss, sagt man an den Märkten. Das kann auch keine europäische Lösung sein, dass wir uns von anderen Global Playern abhängig machen. Und jetzt sucht man eine Lösung, das ist die letzte Variante, eine gemeinsame Haushaltspolitik auf den Weg zu bringen, sich stärker abzustimmen, zu koordinieren. Wir haben in Deutschland eine Vorbildfunktion übernommen. Wir haben mit der Schuldenbremse, die wir ins Grundgesetz geschrieben haben, eine sehr strenge, die strengste Regel in Europa. Ich war selbst Mitglied der Föderalismuskommission 2 und habe die Schuldenbremse dort verhandelt. Ich habe sehr viel Kritik darüber gelesen in Deutschland. Die Journalisten waren sich einig, dass die Politik wieder mal versagt hat und nur Dummes getan hat. Die Ökonomen haben uns auch erklärt, dass eine Schuldenbremse ökonomischer Unsinn sei. Viele Betriebswirte haben mir erklärt, dass man mit Schulden auch mehr Wachstum erreichen kann. Ich war trotzdem davon überzeugt, dass die Schuldenbremse erforderlich ist. Ich fühle mich bestätigt und wenn man sieht, wie hart die Schuldenbremse für uns jetzt in der Umsetzung ist, ist übrigens das Hauptproblem dieser Koalition, dass wir einen so stringenten Sparhaushalt vorlegen müssen. Sie werden fürs Sparen nur geliebt im Abstrakten. Dass sie so viel einsparen, finden die Leute gut, aber keine einzige Einsparmaßnahme kommt wirklich gut. Das ist das Problem, wenn es konkret wird. Dann sparen tut ja schon weh, das heißt ja weniger Leistung, mehr sich selber anstrengen, all diese Dinge. Und das haben wir durchgesetzt. Damals haben die Journalisten geschrieben, die Schuldenbremse sei meistens Salbe. Und heute sitzen wir mit Augen und Köpfen da und fragen uns, wie wir den Haushalt aufstellen können bei dieser strengen Schuldenregel. Aber wir haben es so gewollt und ich glaube, es ist ein richtiger Weg. Unsere Forderungen jedenfalls gegenüber der Eurogruppe sind die, dass die Eurogruppe akzeptiert, eine ähnliche Lösung, wie wir sie in Deutschland haben. Es muss eine klare Schuldenbegrenzung da sein. Aber das alles ist nicht einfach. Es wurde beklagt, dass es keine automatischen Sanktionen gibt. Das Problem bei diesen automatischen Sanktionen ist immer, wer soll sie aussprechen. Da gibt es nach unserer Demokratie. In unserer Demokratie gibt es ein Souverän, das sind wir alle und wir wählen einen Volksvertreter. Und das ist das höchste Organ bei uns im Deutschen Bundestag, in Frankreich die Assemblée Nationale. Und wenn die jetzt ein unsinniges Haushaltsgesetz machen, stellt sich die Frage, wer sanktioniert. Wer ist denn höher in der Demokratie als die Volksvertreter selbst? Und das Problem haben wir national auch diskutiert, haben uns viele Fragen gestellt, es gab tolle Vorschläge, also ich meine das ironisch, bis hin zu einem Finanzplanungsrat, der die Sanktionen gegen den Haushaltsgesetzgeber anordnet. Einige Hochschullehrer, die das vorgeschlagen haben, sagen sich selbst schon als Mitglied.
das geht in einer Demokratie nicht. Sachverstand führt noch lange nicht zu einer demokratischen Legitimation. Und ein Finanzbeamter mag noch so kompetent sein und noch so richtig liegen, kann nicht ein Gesetz überfunktionieren. Und so haben wir uns in Deutschland für die Variante der justiziellen Kontrolle entschieden. Wir haben eine Regel in der Verfassung und das Bundesverfassungsgericht entscheidet darüber, ob der Haushalt, das Haushaltsgesetz dieser Regel in der Verfassung entspricht. Da haben viele die Befürchtung geäußert, das würde nichts bringen, weil der Gesetzgeber könnte sich darüber hinwegsetzen. Das stimmt aber so nicht, denn das Bundesverfassungsgericht kann den Vollzug eines Haushaltsgesetzes suspendieren, wenn es Verfassungswidrigkeit feststellt. Also dann kann nicht vollzogen werden, dann muss nachgewertet werden. Das ist ein scharfes Schwert, das ist eine saubere Lösung. Ich persönlich würde mir sowas für Europa auch vorstellen. Ich glaube, dass das viel zu wenig diskutiert wird, das Europäische Gerichtshof hier mit einzubinden. Jedenfalls eine Sanktion, die die Europäische Kommission ausspricht, halte ich für problematisch, aus verfassungsrechtlichen Gründen. Ich halte das für problematisch, dass ein demokratisch von niemandem gewählter EU-Kommissar den deutschen Haushaltsgesetzgeber sanktionieren möchte. Das ist ein bisschen schwierig von der Konstruktion her. Und deswegen haben diese Sanktionen nach dem Maastricht-Vertrag auch nie irgendetwas gebracht. Und deswegen sollte man auf dieses Pferd auch nicht setzen, sondern die Lösung an anderer Stelle suchen. Meine Vorstellung, wie gesagt, wäre eine klare Schuldenregel und eine Einklagbarkeit. Das scheint mir jedenfalls zu sauber zu lösen sein. Und wir müssen uns dann natürlich Fragen stellen, wohin soll sich Europa entwickeln in Zukunft? Auf keinen Fall darf nach meinem Verständnis die Europäische Union eine Transferunion werden. Wir wollen nicht so wie im Bundesstaat der Bundesrepublik Deutschland einen Finanzausgleich haben. Wir wollen nicht mitentscheiden, wann die Spanier in Rente gehen. Und wir wollen auch nicht mitentscheiden, wie hoch die Sozialleistungen in Spanien sind. Wir wollen aber auch nicht dafür bezahlen, wenn die Spanier sich ihre selbstbeschlossenen Gesetze nicht leisten können. Und da kann man Spanien und jedes andere Land ersetzen. Und genauso wollen wir nicht, dass die Portugiesen mitentscheiden, wie hoch die Hartz-IV-Sätze bei uns sind. Aber wir wollen auch nicht, dass sie unsere Staatsverschuldung bezahlen. Und das, glaube ich, muss in Europa gelten. Das war Grundlage des Einigungsvertrages und auch der Währungsunion. Und in diesem Sinne arbeiten wir daran, dass es eine Lösung gibt für das europäische Problem und dass wir eine Fortführung der europäischen Integration haben, aber nicht hin zu einem Bundesstaat, wie wir sind, mit Transferausgleich, sondern zu einer Staatengemeinschaft. Das ist der europäische Weg. Europa lebt von der Vielfalt, die sich vereint, aber nicht von der Einheit ohne Vielfalt. Und deswegen denke ich, werden in den nächsten Wochen, der Europäische Rat wird am 24. März eine Entscheidung vorlegen, die wir gegenwärtig vorbereitet, die allerdings nicht einfach zu erarbeiten ist. Sie müssen wissen, dass das Thema Transferunion nur von wenigen, etwa drei Staaten in der Eurogruppe kritisch gesehen wird. Die meisten Länder können mit dem Begriff überwiegend Positives verbinden. Und wenn wir eine Lösung haben wollen, müssen wir eine gemeinsame suchen. Die Bundesregierung hat an dieser Stelle wirklich nicht leicht. Mir ist es wichtig, dass man, wenn man über dieses Euro-Problem spricht, immer im Blick hat, dass es eine große Interdependenz, einen engen Zusammenhang und eine Abhängigkeit gibt zwischen dem, was sich in den Staaten Irland, Griechenland tut und unserer Bankenlandschaft, auch unserer Versicherungslandschaft in Deutschland. Und dass, wenn wir über Spekulationen reden, dass wir vorsichtig sein müssen, denn es sind keine hochspekulativen Investitionen gewesen, die in die europäischen Staatsanleihen gegangen sind, sondern es sind konservative, vorsichtige Anleger, unsere Versicherer und auch Banken, die diese Anleihen gekauft haben. Und wir müssen vorsichtig sein, dass wir uns nicht selber mit den eigenen Forderungen schaden. Die Bundesrepublik wird kein Interesse daran haben, dass es nochmal zu einer Bankenrettung kommt. Und die Bundesrepublik Deutschland kann kein Interesse daran haben, dass Europa keine Zukunft hat. Im Übrigen glaube ich, dass bei dieser gesamten Euro-Debatte zu wenig auch der Wert Europas in den letzten Monaten diskutiert worden ist. Und ich habe einige Kollegen auch bei mir in der Fraktion, die sagen,
Dann hätte die Griechenland-Hilfe schon nicht machen müssen. Man hätte damals schon alles, was man an Forderungen hat, Schuldenbremse und so weiter, aufs Tableau setzen müssen und das Ganze den anderen zur Abstimmung vorzulegen. Ich meine aber, dass Europa nicht so gebaut worden ist, dass man die streitigen Punkte, die Unterschiede spitzgestellt hat, zur Abstimmung gestellt hat, sondern Europa ist eigentlich so gewachsen, dass man das Gemeinsame gesucht hat, das ausgeklammert hat und das Gemeinsame weiterentwickelt hat. Und das ist jetzt sehr anstrengend, wenn man eine ganz klare, schnelle ordnungspolitische Lösung will, aber wenn man all die Unterschiede, die Deutschland gegen Frankreich und zusammen mit einer Notenbank aufzuweisen hat, wenn man die zur Abstimmung stellt, trifft sich zu den Gipfeln und geht auseinander, hat man wahrscheinlich keine gemeinsame Notenbank mehr. Jedenfalls wird man keine gemeinsame Meinung über diese Frage haben. Und deswegen, bei allem, was auch uns sehr ärgert, was an Forderungen aus dem Ausland kommt, Europa ist ein Wert an sich, 60 Jahre gut miteinander zu gehen und dann auch noch wirtschaftlich so erfolgreich wie die Bundesrepublik Deutschland, darf man nicht außer Acht lassen und es darf man auch nicht gering schätzen. Aber was das Ganze zeigt, ist, dass die Idee, Sozialleistungen in ganz Europa, auch in Deutschland, über Staatsverschuldung zu finanzieren, und auch die Idee übrigens unserer politischen Mitbewerber, die sagen, ihr macht das falsch, ihr spart und wirkt das Wachstum ab. Ihr müsst jetzt mehr Schulden machen, gerade das linke Parteispektrum, und mit diesen Schulden Arbeitsplätze schaffen. Das wäre nachhaltiges Wachstum. Ich meine, dass man an den Zahlen ganz gut sehen kann, dass diese Politik gescheitert ist, eine Idee versagt hat. Es ist zwar verführerisch, wenn man sich einredet, dass man mit immer mehr Schulden immer reicher werden kann, aber eigentlich haben wir das zu Hause auch einmal anders gelernt. Und das, was wir mit eigenem Geld wollen, uns eigentlich kontrollieren, gilt auch für das Konto des Staates. Und irgendwann kriegt man eben keinen Kredit mehr. Und dann ist Zahltag. Und das ist bitter, wenn die Taschen leer sind. Und deswegen ist, glaube ich, diese Wende in der Haushaltspolitik, die wir eingeleitet haben, erstmals eine wirklich konsequenten Einsparkurs zu gehen und die Politik mit einer klaren Schuldenbremse in der Verfassung. Das ist die finanzpolitische Wende, die unser Land stabiler machen wird und die sich in Europa durchsetzen muss. Die Bundesregierung jedenfalls hat ganz klar einen Auftrag von uns, den Bundestagsfraktionen in diese Richtung zu verhandeln. Ich bin zuversichtlich, dass das gelingt. Für den Finanzpolitiker sind die letzten Jahre nicht einfach gewesen. Viele sagen um sich herum, ja, die Krise haben wir gut überstanden, die ist vorbei. Ich weiß, dass sie schlimmer ist als vor einem halben Jahr. Trotzdem, man muss nach vorne blicken. Ich glaube, dass Europa eine große Chance hat und wir wollen sie gemeinsam nutzen. Ich war im Oktober bei der IWF-Tagung in Washington mit der deutschen Delegation. Da hat Strauss Kahn, der ja vorhin auch als Kind aufgetaucht ist, eine Rede gehalten und hat gesagt, künftig werden nicht mehr der Zugang eines Landes zu Technologie seine Bedeutung in der Welt bestimmen, sondern künftig wird es nur noch um die Größe und die Anzahl der Bevölkerung gehen. Hat so ein Kollege neben mir dann geklatscht, ich habe ihn dann am Arm genommen und habe gesagt, da kannst du nicht klatschen. Das ist für Deutschland eine Kampfansage. Unsere Größe mit 80 Millionen ist für Chinesen ein mittlerer Vorort. Damit werden wir unsere Bedeutung und auch unser Selbstverständnis in der Welt nicht schaffen. Deswegen brauchen wir, wenn man das in vielen großen Entscheidungen der letzten Jahre oder Monate auch gesehen, wenn wir eine Stimme haben wollen in der Welt, wenn wir mitreden wollen über die Frage, wie sollen Finanzmärkte künftig ausgestaltet sein, wie soll Klimaschutz sein, welche Umweltstandards werden, wie soll das Essen deklariert werden, das wir verkaufen. Und wenn wir da mitreden wollen und nicht nur nachvollziehen wollen, was andere entscheiden, dann müssen wir mit einer europäischen Stimme sprechen. Und wir haben gute Chancen, uns dabei deutlich zu Wort zu melden, weil wir die größte Volkswirtschaft in Europa sind und Europa insgesamt eben ein großes Gewicht in der Welt. Wir alleine sind aber eben nur wenige. Und das muss man sehen, die Welt verändert sich und wir wollen jedenfalls in Berlin dafür arbeiten, dass bei den Veränderungen Deutschland nicht den Boden fällt, sondern vorne mitredet. Weil wir, glaube ich, auch eine Stimme der Vernunft sind in der Welt. Wir haben historisch viele negative, schlimme Erfahrungen gemacht, aber auch viel daraus gelernt, was wir mit dem
die Waagschale bringen können oder was wir mit einbringen können weltweit, um die Lebensumstände der Menschen zu verbessern. Und deswegen kämpfen wir leidenschaftlich für einen Euro, aber nicht für einen Euro in einer Transferunion, sondern für einen Euro in einer Währungsgemeinschaft mit Schulden und Selbstverantwortung. Sobald die Länder sie wieder übernehmen können, müssen sie sie übernehmen. Bis dahin brauchen wir Bürgerinnen und Bürger, die etwas Gefühl und Vertrauen in die Politik haben. Wir tun hier nur das Notwendige. Nicht alles, was wir hier machen, haben wir uns je